So, dann fangen wir an mit dem Gazpacho Sorbet. Gazpacho ist ja die klassische spanische kalte Suppe. Deswegen machen wir auch ein Sorbet draus. Kalt lassen wir es. Dazu müssen wir die Gemüse schälen, also zumindest die Gurke, Paprika und Tomate klein würfeln, zusammen mit der Schalotte und dem Knoblauch. Das Gemüse sollte natürlich vorher gewaschen werden. Ich nehme am liebsten rote Paprika, weil die auch am aromatischsten ist. Was sich auch gut eignet, ist rote Spitzpaprika. Die Gemüse werden jetzt alle grob gewürfelt und kommen dann zusammen in den Mixer. Wir fangen an mit dem Sorbet, weil das natürlich durchfrieren muss und können in der Zeit den Rest des Gerichts machen. Tomaten holen wir am liebsten vom Markt. Da gibt es zurzeit natürlich eine riesen Auswahl. Und bei unserem Lieferanten, er hat auch Suppentomaten, die bleiben länger am Strauch hängen und entwickeln dadurch mehr Aroma. Hinzu geben wir jetzt noch eine kleine Knoblauchzehe. Also wer Knoblauch mag, kann gerne auch etwas mehr geben. Und eine halbe Schalotte. Dazu etwas frische Chili. Da ist die Frage, wie scharf man es mag. Da hätten wir einmal die normale Peperoni, die ist nicht ganz so scharf. Oder die Thai-Chili. Die gibt natürlich dem Ganzen etwas mehr Schärfe. Dann geben wir das Ganze in den Mixer. Klassisch kommt in die Gazpacho etwas getrocknetes bzw. frisches Weißbrot. Da wir jetzt ein Eis draus machen bzw. ein Sorbet, lassen wir das weg und machen den Brotchip hinterher drauf, weil wir die Bindung nicht brauchen in dem Fall. Würzen tun wir jetzt noch mit Pfeffer, etwas weißem Balsamico-Essig und Salz. Zucker lassen wir in dem Fall weg, weil wir einen Zuckerstoff nehmen, um das Eis geschmeidig zu lassen. Salz ist natürlich auch immer eine Frage, wie gern man Salz mag und wie würzig man es haben möchte. Dann alles fein verrühren. So, wenn alles fein gemixt ist, geben wir noch unsere Zuckerstoffe dazu. Wir benutzen in dem Fall ein Glukosepulver und ein Trehalosepulver. Das sind beides Zuckerersatzstoffe, die nicht so sehr süßen wie normaler Zucker, aber die gleichen Eigenschaften ansonsten aufweisen. Für den Hausgebrauch können Sie auch gerne normalen Zucker nehmen, wenn Sie es in der Eismaschine zu Hause machen und das Eis gleich verwenden, ist das auch kein Problem. Mit den Zuckerstoffen bleibt das Eis einfach länger geschmeidig. Können Sie auch zu Hause im Internet bestellen, aber ist jetzt nicht zwingend notwendig. So, dann wird die Masse durch ein feines Sieb passiert. Ich mache es direkt jetzt in den Pacojet-Becher, weil wir den Pacojet nehmen als Eismaschine. In diesem Becher wird die Masse dann 24 Stunden weggefroren. Zu Hause in der Eismaschine können Sie es natürlich direkt laufen lassen. Dann, wie gesagt, kommt die Masse in den Froster und bleibt über Nacht drinne und friert durch. So, die andere rote Paprika. Also da nehme ich auch wieder rote Paprika fürs Aroma. Die schieben wir jetzt in den Ofen, vorgeheizt bei 200 Grad. So, nach 20 bis 25 Minuten, je nach Ofen zu Hause, holen wir sie raus. Und sie darf ruhig Farbe haben und auch ein bisschen schwarze Stellen. Das ist auch so gewollt. Damit können Sie die Haut dann ganz einfach abziehen und müssen sich nicht bemühen beim Schälen. Abgesehen davon kriegt die Paprika dann auch nochmal Aroma. Und wenn die Paprika etwas abgekühlt ist, können wir die Haut ganz einfach abziehen. Und Sie sehen, die Paprika drunter ist nicht verbrannt. Wenn Ihnen gelbe Paprika lieber sind, können Sie auch gerne eine gelbe Paprika nehmen. Dann wäre das Farbspiel vielleicht auch nochmal etwas attraktiver. Die Kerne können Sie dann einfach mit einem Messer oder Messerrücken rauskratzen und schon haben Sie eine geschälte und entkernte Paprika. Für das Brot, was normalerweise in die Gazpacho reinkommt, machen wir eine Hippe. Die sieht zum Schluss dann so aus, in unserem Fall. Dazu kann man auch gerne Altbrot vom Vortag nehmen, wenn man was übrig hat. Das einfach im Ofen langsam trocknen lassen und in der Küchenmaschine klein mahlen. Dann wird das Ganze zu einem breiartigen Teig verarbeitet, der mit Eiweiß, Olivenöl und Salz abgeschmeckt wird. Diese Masse streichen wir jetzt auf diese Hippenform auf und werden dann im Ofen bei 160 Grad
ganz nach Ofen, 6 bis 8 Minuten gebacken. Beim Aufstreichen müssen Sie etwas Feingefühl, beziehungsweise umso sauberer Sie reinstreichen, umso sauberer bekommen Sie sie wieder raus. Alternativ könnten Sie auch eine handelsübliche Backmatte nehmen und streichen sich den Teig einfach einmal ganz dünn auf und brechen sich dann hinterher wie so ein paar Scherben von dem hippen Teig ab und dekorieren dann damit Ihr Gericht aus. Die Masse geben wir jetzt, wie gesagt, in den Ofen, vorgeheizt bei 160 Grad für ca. 8 Minuten. In der Zeit, wo die Hippen im Ofen sind, schälen wir uns die zweite Gurke und schneiden uns dann erst feine Streifen runter und schneiden daraus dann feine Würfel. Dasselbe machen wir dann auch mit der Paprika. Dem Geschmack macht natürlich keinen Abbruch, wenn man es auch etwas gröber schneidet. Aber fürs Auge schneiden wir es schön fein. Den Salat marinieren wir jetzt mit etwas frisch gemahlenem Pfeffer, ein mildes Olivenöl, auch nochmal ein heller Essig, der auch nicht zu sauer sein sollte, und etwas Chili-Pulver. Nicht zu viel. Das Ganze umrühren, probieren und einfach etwas stehen lassen. So, und derzeit schauen wir nach unseren Hippen. So, jetzt sind die Hippen auch fertig. Sie sehen, wenn sich die Masse auch schon langsam löst von der Backmatte, können Sie sie auf jeden Fall rausholen und langsam abkühlen lassen. So, dann haben wir unseren marinierten Salat. Den etwas abtropfen lassen und unten als Sockel auf den Teller. Geht am besten mit so einem Anrichtering und wir behelfen uns da mit einem ehemaligen Korken. So, dann kommt dazu unser Eis, frisch aus dem Pacojet. Was heißes Wasser. Man lässt sich eine cremige Nocke abstechen. Darauf setzen wir jetzt unsere Hippe und eine angedörrte, in Olivenöl eingelegte Kirschtomate. Ich hoffe, der kurze Einblick in die spanische Küche hat Ihnen gefallen und wir würden uns freuen, Sie als Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de